Dieses Motorrad soll dich durch die pulsierenden Städte der Zukunft bringen. Die Can-Am Pulse, ein neues Elektromotorrad mit ganz neuen Ansätzen und einer geilen Idee dahinter. Was sie kann und warum ich bei der ersten Fahrt doch durchaus mehr überrascht war, als ich das ursprünglich war. Grüß euch, mein Name ist Tom und das ist motochecker.at, die Motorradvergleichsbar vom Internet. Und hier neben mir steht die Can-Am Pulse. Das ist die Carbon Black Edition, die nicht ganz Premium ist, aber doch schon eins besser ist als die Standardversion. Aber was das genau auf sich hat, das erkläre ich euch im Walkround. Erstmal geben wir einen Motor ran und ich zeige euch die wichtigsten Details. Los geht's. Der Motor ist bei allen beiden Modellen, bei der Origin und bei der Pulse gleich. 47 PS, 72 Newtonmeter, eine 11 kW Version ist verfügbar. Die Batterie ist hier und die hat 8,9 Kilowattstunden und das sind 2170er Zellen drinnen. Wichtig ist erstmal das Laden und die Reichweite. Wir haben einen Typ 1, Typ 2 Stecker drin verbaut und auch für Europa die passenden Optionen. Darüber hinaus haben wir von 20% auf 80% beim Schnellladen 50 Minuten und beim Langsamladen 20% auf 80% 3,5 Stunden. Die Batterie ist hier als strukturelles Element eingebaut und man sieht es auch sehr schön auf den Antriebsstrangbildern, wie das hier verbaut ist. Und das Coole ist, 40% mehr Kilometer in einer Stunde als bei all den Mitbewerbern. Wie haben sie es möglich gemacht? Sie haben die Batterie und den gesamten Ladeprozess wassergekühlt. Und dadurch ist die Batterie immer im optimalen Ladezustand. Und man sieht richtig, wie der Motor auch arbeitet, beziehungsweise die Wasserkühlung arbeitet, wenn das Motorrad geladen wird. Und du hast dadurch auch eine viel längere Lebenszeit der Batterie. Darüber hinaus muss man sagen, 50.000 Kilometer oder 5 Jahre Garantie gibt es sowieso on top auf die Batterie. Das Motorrad hat ganz normal 2 Jahre Garantie. So, und hier hört man auch gleich, dass beim Laden alles mitarbeitet. Also hier ladet das Motorrad und man hört hier, die Wasserkühlung muss arbeiten, damit die Batterie im richtigen Ladezustand ist und damit die meiste Power rauskriegt. Ich schaue jetzt mal schnell, zeigt das Display auch was an, wenn ich hier drauf drücke? Schauen wir mal. Zeigt es an? Nein, es zeigt nichts an. Okay, schade. Das wäre cool, wenn ich hier eine Animation hätte und sehen würde, was das Display macht, aber das kann es anscheinend noch nicht. Oder vielleicht kann das das fertige Motorrad, das wissen wir noch nicht. Aber wir hören zumindest, dass die Batterie am Arbeiten ist und hier eben die Wasserkühlung laufen lässt, damit alles weiter funktioniert und weiter im optimalen Zustand geladen werden kann, damit die Ladezeiten noch eingehalten werden können. Es gibt schon eine Animation, aber diese Animation, da musst du das Display kurz berühren und dann siehst du auch, wie schnell es ladet und wie lange es noch dauert, bis es auf 100% vollgeladen ist. Und schaut mal die Temperaturanzeige, 34 Grad aktuell, es ist verdammt heiß. Darüber hinaus gibt es noch ein geiles Detail bei dem Silent Case. Wir haben eine Silent Chain verbaut, das kommt aus der Schneemobilwelt. Die Kette ist geschützt, die Kette ist permanent geölt, 8000 Kilometer Serviceintervall beim ersten Mal und danach 16.000 und nach 24.000 Kilometer musst du einmal das Motorrad anschauen lassen, die Kette, und kontrollieren lassen. So, Platz genau auf der Can-Am Pulse. In der ersten Fahrt geht es mir primär um die wichtigsten Punkte, euch zu beschreiben, was das Motorrad kann. Als erstes, das soll der Stadtflitzer sein von Can-Am. Das soll das Motorrad sein, was in der Stadt durchaus Spaß macht und Freude bereitet. Das soll nicht das Motorrad sein, das über Land die größten Distanzen zurücklegen kann. Das geht allein schon von Reichweite nicht, aber es soll andere Qualitäten haben und Elektromobilität von Grund auf neu denken. Das war zumindest die Aussage von Can-Am, bevor wir uns das erste Mal hier draufgesetzt haben. Und es gibt ein paar Punkte, die richtig geil sind und es gibt ein paar Punkte, über die man natürlich diskutieren sollte und sprechen sollte. Das erste Mal ist das Setup. Ich bin natürlich sofort in Sport Plus gegangen. Ich könnte während der Fahrt aber jederzeit das einstellen und verändern. Sport Plus ist aber aktuell das, was mir am meisten Spaß macht, weil da kann ich bis 129 km locker nach oben pfeffern. So, das ist mal der erste Punkt. Dabei ist die Batterie komplett wassergekühlt, aber auch der Umwandler und alles ist wassergekühlt. Und das ermöglicht es, dass hier nicht die Temperatur entscheidend ist darüber, wie schnell du fährst, sondern nur der Gasgriff entscheidet, wie schnell du bist. Bei anderen ist das Problem, dass die Batterie heiß wird und dadurch kannst du nicht mehr die volle Performance nutzen. Das ist hier anders, weil es eben wassergekühlt ist und das bringt auch hier eine gewisse Leistung mit. Hier geht zuerst die Batterie in die Knie, anstatt die Temperatur so hoch, dass die Batterie weniger Leistung bringen müsste. Ein kleiner Pluspunkt für das Motorrad, aber ein wichtiger Pluspunkt. Weiters muss man sagen, der Antriebsstrang in der Pulse ist der gleiche wie in der Origin und auch muss man sagen, dass Can-Am zwei weitere Motorräder aktuell plant. Da haben wir schon den ersten Screenshot davon bekommen auf einer Präsentation. Das sind zwei Fahrzeuge aktuell in Planung mit scheinbar auch demselben Antriebsstrang. Das bedeutet, wir haben hier eine Basisline, von der sie sich wegbegeben.
und da der Antriebsstrang zum Motor dazugehört, ist da hinten dieser Kasten drauf. Das ist kein Riemen, kein Kardan, das ist ein Kettenantrieb, aber ein permanent geölter Kettenantrieb und der ist faktisch fast wartungsfrei. Die ersten 8000 Kilometer musst du einen Ölwechsel machen und dann nur noch alle 16.000 Kilometer Ölwechsel bei der Kette und that's it. Woher kommt das System, fragt ihr euch vielleicht? Das ist jetzt was Neues, was Can-Am komplett neu entwickelt hat. Na, überhaupt nicht. Das ist eine ziemlich erprobte Technologie, die Can-Am schon seit vielen, vielen Jahren verbaut hat. Denn das haben sie in den Schneemobilen drin und das war mir auch nicht so klar. Aber es erklärt sich natürlich für mich und ist natürlich ein cooler Punkt. Macht es in der Pulse an Sinn, dass das drinnen ist? Ehrlich gesagt nein, da weniger, es ist einfach weniger Wartungsaufwand, aber in der Origin, die da vor mir fährt, die Offroad unterwegs sein soll, da ist es natürlich was ganz anderes, weil ich muss nie wieder Kette putzen oder Kette reinigen, brauche ich nicht mehr und ich brauche mich nicht über den Ölzustand meiner Kette bemühen. Das ist einfach schon praktisch auch, ist ein großer Pluspunkt. Aber bevor wir zu den Papierzetteldaten noch gehen, noch zwei, drei Details, die mir bei der ersten Fahrt jetzt direkt aufgefallen sind. Das erste und wichtigste für mich ist die Rekuperation. Die ist mal mächtig gut gelungen. Denn es gibt drei Stufen der Rekuperation. Du kannst sie ausschalten, du kannst sie aktiv vornehmen, die Rekuperation, oder passiv. Passiv bedeutet, ich beschleunige, gehe vom Gas, hier kommt der kleine Pfeil und wir rekuperieren. Aktiv ist aber was ganz was anderes und das ist richtig cool. Ich kann jetzt, wenn ihr einen Spider oder Ryker kennt, den Gasgriff auch nach vorne drehen leicht. Und wenn ich das mache, dann rekuperiert das Motorrad aktiv und bremst. Habt ihr das gesehen? Ich kann nicht auf den blauen zeigen, weil hinter mir fahren Leute, aber ich zeige hier nochmal. Hier sieht man, wie das bremst. Merkt ihr das? Das mache ich mit meiner Gashand und eigentlich brauche ich damit nicht unbedingt über das Bremsen mir groß Gedanken machen. Was passiert aber dabei beim Rekuperieren? Das ganze Motorrad verhält sich anders, als wenn du reinbremst. Das muss man ganz klar sagen. So, beim Bremsen kannst du Bremskraft nach vorne und nach hinten verteilen, aber wenn du rekuperierst, dann merkst du richtig, wie es richtig hart reingeht. Und jetzt denke ich mir so, naja, okay, es geht richtig hart rein, dann klicke ich hier zweimal drauf und dann gehe ich einmal auf Minimum. Und jetzt auf einmal rekuperiert es viel leichter, bremst viel weniger, ist aber damit auch nicht unbedingt mehr eine Unterstützung in der Bremse, sondern nur noch eine ganz leichte Unterstützung. Wenn ich die harte Rekuperation will, dann kann ich es wirklich während der Fahrt aktiv nutzen, gerade beim besonders sportlichen Fahren, und kann aktiv reagieren. Das zweite krasse Detail, was mir aufgefallen ist, was ich sehr spannend fand, ist, das Motorrad ist unfassbar leise. Ja, wir haben Elektromobilität, bla bla bla, und es hat keinen Sound, bla bla bla, aber es ist auch noch richtig leise dabei. Achtung! Sorry, ich muss aufpassen, in Kanada ist es mit den Cops anscheinend ein bisschen gefährlicher als bei uns. Ah, ich rekuperiere einfach wieder. Nein, ich will den harten Rekuperationsmodus. Das finde ich viel geiler. Ja! Damit kann man nicht wirklich einfach die Bremse fast ignorieren. Herrlich. Gerade wenn man jetzt hier so herumdingelt, wie wir das jetzt gerade machen, ist das echt entspannt. Da kann man richtig gut rekuperieren und die Leistung wieder reinholen. Der einzige Punkt bei dem Rekuperieren finde ich persönlich, der mich ein bisschen stört, ich kann nicht kontrollieren, wie viel. Ich kann es jetzt nicht halten auf Hälfte oder so, sondern je länger ich sozusagen rekuperieren sage, desto aggressiver wird es bis eben zu diesem Maximum-Moment das Motorrad das Ganze erreicht. Der dritte Punkt, über den man auch noch sprechen sollte beim Motor, es gibt eine 11 kW Version, das heißt, ich kann den mit dem 125er Schein B196 oder Code 111 oder dem A1 Führerschein fahren oder ich kann das Motorrad offen kaufen und dann mit dem A2 Führerschein fahren. Also es reicht der A2 Führerschein aus, damit ich das Motorrad komplett bändigen kann. Stellt sich die Frage, ob wir den Simon, der nächstes Jahr bei uns in der Firma den Führerschein machen wird, ob wir dem nicht so ein Bike für einen A1 Führerschein zur Verfügung stellen und mit ihm gemeinsam einen Führerschein machen. Das wäre durchaus ein lustiges Projekt. Was haltet ihr davon? Fahrwerksseitig sieht die Welt, finde ich, ein bisschen anders aus. Der Motor und das Ganze ist ja sehr durchdacht, sehr ausführlich angedacht auch. Das Schönste ist, wir haben jetzt hier zwei 17 Zoller vorne hinten, Gussfelgen, die schick sind, Einarmschwinge, die schick ist, aber wir haben vorne ein Kayava-Fahrwerk, das nicht einstellbar ist und ein Federbein, das nur im Preload einstellbar ist von Sachs. Und das ist eher Mittelklasse, hätte ich gesagt, und in dieser Preiskategorie, wo sich dieses Motorrad bewegt, doch nicht High-End oder besonders krass. Wie verhält es sich? An sich sehr neutral.
Ich finde gerade aber, wenn du einen gewissen Punkt der Schräglage überschreitest, dann kippt es fast schon ein bisschen rein und wird ein bisschen nervöser. Also hier vielleicht gerade dazu zu sagen, nochmal, wir fahren am Prototypen. Das kann sein, dass sich das alles noch ein bisschen ändert. Es kann auch sein, dass die Reifenwahl sich nochmal ändert. Aber anscheinend ist das schon recht seriennah. Wichtig da vielleicht zu erwähnen, wir haben einen Dunlop GP 300 drauf. Das ist ein guter Reifen für 125er, für A2 Motorräder. Der ist komplett solide. Der einzige Punkt bei dem Reifen, finde ich, ist der Nassgrip, der nicht so geil ist. Aber da wir aktuell gutes Wetter haben und nur morgen angeblich schlechtes Wetter haben, hoffen wir mal, dass das nicht passiert, aber das sollte der Reifen auch gut herhalten. Aber das ist jetzt echt nur mein erster Eindruck vom Fahrwerk. An sich ist es ein neutral abgestimmtes Fahrwerk. Ich finde auch, bis zu einer gewissen Schräglage lenkt sauber und relativ agil ein. Nur wenn man über einen gewissen Punkt dann kommt, dann kippelt es mir ein bisschen zu viel in die Kurve rein und es kann gerade für Anfänger oder Einsteiger vielleicht ein bisschen verunsichernd sein. Das muss man aber jetzt auf einer längeren Testfahrt noch wirklich testen. Das ist heute echt so, ich bin drauf gesessen und bin gefahren. Wir fahren nicht heute nur ganz wenig Distanz. Dementsprechend kann ich euch jetzt kein Testvideo hier präsentieren. Dementsprechend möchte ich auch in den nächsten spannenden Punkt einsteigen und das ist der Walkaround, denn Can-Am kommt mit einem komplett eigenen Zubehörsystem daher, was wirklich smarter ist als alles andere, was ihr bisher kanntet, und das ist natürlich geil und dementsprechend ab in den Walkaround. So, Zeit für den Walkaround. Wir gehen einmal ums Motorrad rum und ich mache das heute mit dem iPhone. Ich hoffe, der Ton ist einigermaßen in Ordnung. Wenn nicht, verzeiht es mir, es ist ein bisschen schwierig hier. Wir haben nur einen Kameramann, dementsprechend muss ich das alles ein bisschen selbst machen heute und improvisieren, aber alles gut, kriegen wir auch hin. Erstmal natürlich, die Optik ist sehr niedrig. Das Motorrad an sich kommt sehr sportlich, aber wenn man sich hinsetzt und man sieht, wie niedrig die Sitzhöhe ist, einiges niedriger als bei der Origin, das fährt sich auch komplett anders, die Puls, da muss man ganz klar sagen, auch der Schwerpunkt ist sehr niedrig gesetzt und man sieht das recht gut. Das Gelbe ist die Batterie, die ist recht präsent und links unten seht ihr hier den Motor und der ist auch extrem tief platziert und damit haben wir einen extrem tiefen Schwerpunkt, was richtig gut kommt. Und dahinter haben wir auch dann unsere wunderschöne Einarmschwinge mit einer wunderschönen Felge. Alter Schwede, so schick, so schön. Gefällt mir richtig gut. Wir haben jetzt den Dunlop GPR 300 drauf, den Sportsmax. Ist eigentlich ein guter Reifen. Im Trockenen, im Nassen macht er mir persönlich nicht so viel Spaß. Aber hey, das muss jeder selbst wissen. Seitlich sieht man leider ein bisschen sehr schier auch das ABS-Modul. Das ist jetzt nicht so unbedingt mein schönster Punkt am Motorrad. Aber auch was man sieht, ist hier das Federbein, das in diesem Fall nicht einstellbar ist und ein Sachs-Federbein ist. Bei der Origin hingegen ist es dann ein Kayaba-Federbein. Seitlich sieht man auch sehr schön, wo man laden kann. Das kann man hierher zeigen. Hier wird geladen. Typ 1, Typ 2 ist verfügbar, auch in Europa, ganz problemlos. Das haben wir auch. Hier oben sehen wir dann den Sitz. Hier gibt es eine kleine Randnotiz. Der Sozio-Sitz ist niemals mit dabei. Du musst den Sozio-Sitz extra kaufen. Der ist nicht inkludiert im Preis. Aber was dann schon im Preis inkludiert ist, ist dann dieses Cockpit. Alter Schwede, schaut euch dieses mega fette Display an. Hier drauf können wir ganz einfach Apple CarPlay spielen, ohne irgendwelche Troubles. Ziemlich cooles Teil. Es dauert nur etwas, bis es hochgefahren ist. Dann, aber jetzt, weil es so heiß bei uns ist, dauert es auch ein bisschen so. I got it. Komm, lass mich in Ruhe. Ja. Lenker nach vorne ziehen. So. Jetzt sieht man es. Und dann sieht man auch hier, wie viel weiße Fläche hier noch ist. Also ich hoffe, da lassen sie sich noch was einfallen und bringen vielleicht noch das ein oder andere Feature. An der anderen Seite kann man sagen, hier hat man einige Menüelemente, wo man alles einstellen kann. Ich mag auch extrem gerne die Spiegel. Die sind richtig schick. Und was ich auch extrem mag bei ihr, ist dieses Facherl. Da bringst du, man sieht es ja sogar schön, da bringst du locker eine Mineralwasserflasche rein. Super angenehm. Und du kannst auch hier dein Telefon laden. Wichtig ist bei der 73er Version, die wir hier schön sehen, die 73, dass auch hier dieser Schriftzug ein anderer ist, der ist ein bisschen erhabener und auch erhabener ist das Licht. Denn vorne haben wir jetzt das volle LED-Licht, bei der anderen haben wir hier seitlich keine LED-Lichter, sondern das ist schwarz, wir haben nur vorne das LED-Licht. Schade eigentlich, ist für mich jetzt nicht das krasseste Feature, aber trotzdem ein sehr wichtiges Feature. Auch ein sehr wichtiges Feature, und das ist eher das, warum ich das neue Motorrad sehr gerne mag, ist das Linksystem. Wo sieht man das? Wo haben sie es drauf? Man sieht hier vorne das nicht nur beim Windschild. Ich kann das Windschild ganz einfach ohne Probleme wechseln, indem ich hier diesen Hebel aufdrücke
Windschild runternehmen, anderes Windschild drauf gibt. Ohne Schrauben, ohne irgendwas. Das gibt es auch als Topcase, Sidecase und weiß ich nicht, was alles noch, was man dazu verbauen kann. Also da ist richtig viel nachgedacht worden. Das ist beim Origin noch größer als beim Pulse. Aber das Link-System ist trotzdem ein sehr geiles System, was ich euch später nochmal zeigen kann. Vielleicht habe ich auch noch ein paar Aufnahmen im Werk gemacht, wo man das Motorrad komplett aufgebaut sieht. An sich ist aber die Optik wirklich angenehm und muss man nochmal sagen, kein schieres Kabel, kein schieres Element, wirklich hübsch gelöst, volle LED-Ausstattung auch und das ist schon was wirklich Wertvolles. Hier vorne sieht man übrigens auch nochmal, das ist ein Prototypenaufkleber, hier ist noch nichts serienfertig, sondern es ist alles nur seriennahe. Merkt man noch an einigen Elementen und Spielereien, zum Beispiel hier dieser Fender ist noch 3D gedruckt, der ist noch nicht einmal original und deswegen macht er auch noch Geräusche und Probleme. Allgemein sind nicht alle Ecken rund und ordentlich, das Plastik ist noch nicht perfekt, also wir wissen noch nicht genau, wo wir landen, wenn man da ehrlich ist. Alles in allem war ich sehr überrascht, wie gut das Motorrad gefahren ist. Deutlich besser, als ich das erwartet hätte. Und vor allem, die Optik gefällt mir halt sehr gut. Aber ich hätte gesagt, wir springen zurück zum Fahren. Zurück zum Walkaround geht es natürlich dann noch um die Bremse. Und hier muss man auch sagen, hat Can-Am nicht unbedingt das Beste vom Besten verbaut, aber gutes und solides Material. Bremspumpe, Yuan, Bremsscheiben. Wir haben eine Bremsscheibe vorne, aber leider, und das ist wirklich ein Punkt, den manche kritisieren bei Motorrädern, aber ich sag's deswegen gleich dazu, die Bremsscheibe befindet sich auf der linken Seite und dementsprechend nicht auf der Fotoseite. Das kann manch einen stören, mich stört es jetzt nicht unbedingt. Während meiner Testfahrt hier in Kanada komme ich immer mehr drauf, dass dieses rekuperierte Bremsen mir richtig Spaß bereitet. Also das ist echt eine andere Art des Fahrens, wenn du hier was rekuperieren, dir die Bremse holst und eigentlich deine Bremsen nicht so stark mehr angreifst. Ich würde jetzt nicht das kleine Rekuperieren einstellen, weil das ist mir zu schwach. Gerade vor der Kurve einmal kurz reingezogen, zapp, geht das schon los und rekuperiert und verzögert. Und ich kann in die Kurve rein und wenn ich zur Ampel hinkomme, mache ich das gleiche. Also ich bremse hier relativ wenig, dementsprechend nicht so schlimm. Und wenn ich bremse, dann ist es ein sanftes Ansprechen, wirklich leicht dosierbar, die Yuan-Bremsen, vorne so wie hinten. Ist jetzt aber nicht super scharf oder nicht super sportlich. Das ist durchschnittlich, wenn nicht nur okay, wenn man ehrlich ist. Da hätte man auch für diese Preiskategorie vielleicht noch ein bisschen was Besseres verbauen können. Preisgestaltung ist sowieso schwierig, aber dazu komme ich gleich in der Kompression. Zuerst noch ein paar wichtige Features für euch, die relevant sind. Wir haben natürlich Apple CarPlay jetzt hier verbaut und wir haben darüber hinaus auch gleich alle Fahrmodus in Serie. Hier kostet nichts Aufpreis, was Software verbaut ist. Wir haben leider keinen Tempomat in der ersten Generation und was wir auch haben, ist hier eine 6-Achsen-IMU, das heißt Traktionskontrolle und ABS ist schräglagenabhängig. Kleine Ergänzung zum Thema technische Daten in diesem Video. Wichtig für euch, wir fahren Pre-Production, das heißt, ich fahre für euch jetzt bereits das Motorrad schon im Juni und die Daten und das Video kommt erst im August raus. Bis dahin können sich manche technischen Daten ändern und insbesondere zum Beispiel ein Thema war für mich dieses Mal ABS und Traktionskontrolle. Zuerst wurde kommuniziert, dass es schräglagenabhängig sei, aber jetzt weiß ich schon mittlerweile, ist es nicht schräglagenabhängig und dementsprechend, das ändert sich auch permanent und variiert noch. Wie die finalen Daten aussehen, das werden wir dann im August dann wirklich nochmal wissen. Das heißt, es kann sein, dass in diesem Video manchmal Annotationen auftauchen, wo technische Daten korrigiert werden. Gleichzeitig greift Can-Am natürlich auf die jahrzehntelange Erfahrung zurück, was Technologie und Elektronik angeht. Und hierbei muss man ganz klar sagen, Musiksteuerung, Handykonnektivität ist auch ohne Apple CarPlay super easy. Und wir haben hier, wie im Walkaround schon gezeigt, unser Fach, wo wir das Handy aufladen können. Ziemlich praktisch und unkompliziert am Ende. Schade ist nur, dass diese große Displayfläche während der Fahrt kaum genutzt wird, wenn ich nicht Apple CarPlay habe. Das hätte man vielleicht ein bisschen cooler machen können, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr UI-Design reinstecken können. Aber am Ende muss man trotzdem sagen, ist das von Can-Am sehr gut gemacht, gerade dieser riesen Touchscreen. Ich will mir sofort eine Schutzfolie kaufen, weil ohne Spaß, das zerkratzt sich. Aber hey, man sieht hier alles, man hat eine Temperaturanzeige, man hat eine Lautstärkenanzeige, eine Uhrzeit, eine Bluetooth-Anzeige und all diese Funktionen und Möglichkeiten direkt verbaut. Dementsprechend für den Preis ist das Motorrad richtig gut ausgestattet, was die Elektronikseite angeht. Was die Hardware-Seite angeht, merkt man halt wirklich an
manchen Ecken und Enden, da musste gespart werden, um noch in einem bezahlbaren Rahmen zu bleiben. Doch wie hoch ist der bezahlbare Rahmen? Das in der Kompression. So, und jetzt können wir auch über den Verbrauch schon ein bisschen mehr sagen, denn 57 km Durchschnittsgeschwindigkeit auf den letzten 57,6 Kilometern und eine Stunde Fahrzeit. Dabei verbrauchten wir pro Kilometer 73,1 kW bzw. 72,8 kW. Jetzt ist es nochmal nach oben geschnalzt. Das ist der Durchschnittsverbrauch auf den letzten Kilometern. Preislich liegen wir deutlich höher, als ich mir das erhofft habe und beziehungsweise auch gleich teuer wie alle anderen, aber sie bietet halt manche Funktionen, die anderen nicht haben, und vor allem ist es kein kleines Startup, sondern ein Unternehmen mit einer langfristigen Strategie. Aber ich möchte den Preis nicht schönreden, er ist mir auch etwas zu hoch. 16.999 Euro. Ab August geht's los für die Standardversion. Die Carbon Black hier neben mir kostet 600 Euro Aufpreis und die 73er kostet sage und schreibe 19.699 Euro. Also ja, das kostet richtig viel Asche und ist nicht wirklich günstig. Trotzdem ein spannendes Motorrad, was viele Features hatte, die mich überrascht haben. Die GP300 Reifen sind gut für die Straße. Wenn es trocken ist, wenn es nass ist, sind sie echt der letzte Scheiß. Das Fach direkt am Motorrad ist richtig geil. Du bringst sofort eine Mineralwasserflasche rein. Richtig lässig. Das Fahrverhalten hier in Kanada auf den Geraden war auch komplett in Ordnung. Wie sich es dann wirklich in den Kurven verhält, das werden wir erst im September erfahren, wenn wir die wirklichen finalen Serienmotorräder fahren. Das war ein erster Sneak Peek, das geilste, und das bleibt am Ende, ist die aktive Rekuperation. Das macht Spaß, das ist spielerisch, das ist unkompliziert und lustig. Den Punkt, wo sie hoffentlich nochmal nachbessern werden bis zum finalen Produkt, ist beim Fahrwerk. Es muss etwas, ja, ruhiger werden. Es ist zu nervös, zu spielerisch. Das könnte gerade Fahranfänger in eine gewisse schwierigere Situation bringen.